Linda Coffey ist pensionierte Juristin. Anfang der 1970er Jahre hat sie als Anwältin eine junge Frau vertreten, die eine Schwangerschaft abbrechen wollte. Unter dem Pseudonym Jane Roe hat Coffey dieses Recht vor einem texanischen Gericht auch erstritten. Das Urteil ist als Roe gegen Wade in die Geschichte eingegangen. Manchmal bekomme ich Anrufe aus South Dakota oder sogar aus Kanada. Manchmal wollen sie mehr über den Fall wissen oder Dinge, die sonst niemand weiß. Die meisten wissen nicht, dass Jane Roe niemals abgetrieben hat. Das Urteil sichert bis heute das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in den USA. Ein Leak des Supreme Court deutet aber an, dass das Urteil aufgehoben werden soll. Coffey befürchtet, dass damit auch sozial und ökonomisch schlechter gestellte Frauen stärker benachteiligt werden. Es wird Menschen ohne Gesundheitsversicherung oder arme Menschen viel mehr kosten. Sie können nicht einfach in einen anderen Staat gehen. Leute aus Texas müssen beispielsweise nach New York, genauso Menschen aus Kalifornien. Ich glaube, dass sich viele den Flug nicht leisten können. Der Leak des Supreme Court löste landesweit Proteste aus. Die Juristin ist überzeugt, dass auch die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner die Entscheidung des Supreme Court nicht unterstützen. Ich glaube, dass ein Großteil der Leute für die Beibehaltung des Urteils Roe gegen Wade ist. Zurzeit plant Coffey einen Dokumentarfilm. In ihrem Haus in Texas sammelt sie noch heute Presseberichte und Erinnerungsstücke zum Fall Wade gegen Roe.